Was für ein Ansturm damals auf die Kaufhäuser. Solche Bilder aus den 80ern gab's auch bei Kaufhof und Karstadt auf der Frankfurter Zeil schon lange nicht mehr. Viele Kunden sind von Kaufhäusern überhaupt enttäuscht, steuern sie immer seltener an, hören wir. Es ist qualitativ auch vom Service gerade eine Katastrophe. Also für uns nicht verwunderlich, dass so ein Haus auch dann letztendlich nicht den Umsatz macht, den es bringen müsste. Eigentlich schade, die Innenstädte sterben immer mehr aus. Man kann es auch verstehen, jeder muss sparen und wenn es online günstiger ist, dann bestelle ich halt online. Nach einigen Sparrunden und Neukonzeptionen, ein Drittel der Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof, wie das Unternehmen offiziell heißt, steht deutschlandweit wieder vor dem Aus. Für Verdi-Mann Marcel Schäuble ein trauriges Déjà-vu. Er verhandelt für alle 131 Standorte bundesweit mit. Noch sei nichts klar, seine Sorge aber, vor allem Städte wie Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt mit jeweils 2 Häusern könnten von Schließungen betroffen sein. Wir haben derzeit in Hessen von 12 Verkaufshäusern 3 Doppelstandorte. Also wie gesagt, es ist spekulativ. Wir können dazu jetzt noch keine Aussage treffen, um welche Häuser es sich handeln würde, was da auf der Liste steht. Aber es ist natürlich, wie gesagt, naheliegend, da auch die Doppelstandorte im Blick zu haben. Vieles an der neuen Schieflage sei aber auch dem Onlinehandel und der sinkenden Kaufkraft der Menschen geschuldet, sagen Experten. Die Angst jedenfalls ist groß bei den Beschäftigten. Kein Betriebsrat, kein Mitarbeiter in Hessen will heute mit uns reden.